Eigentlich wollte man bei der Deutschen Bank endlich wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. Die Kapitalerhöhung kann durchaus als Erfolg gefeiert werden. Der Aktienkurs hat sich halbwegs wieder stabilisiert. Und auch die Ratingagentur Standard & Poor's gab der Deutschen Bank ihr A-Rating zurück. Doch gerade auf Rentenseite sieht es für die Deutsche Bank nicht ganz so gut aus. Grund hierfür einmal mehr eine Ratingagentur. Woran das also liegt, genau das wollen wir heute klären mit Bianca Becker, Rentenhändlerin hier an der Börse Stuttgart. Bianca, was ist da los im Rentenhandel bzw. bei den Rentenpapieren der Deutschen Bank? Grund für die Turbulenzen aktuell ist einmal mehr die Ratingagentur Standard & Poor's. Ja, das stimmt. S&P hat zwar der Deutschen Bank ihr A-Rating zurückgegeben, hat gleichzeitig aber zahlreiche Anleihen teilweise wirklich massiv herabgestuft, erstrangige Anleihen vor allem. Die Grundlage dafür ist ein Gesetz, das es vorsieht, dass die deutschen Banken einen größeren Verlustpuffer aufweisen müssen. Und dadurch wurden die erstrangigen Anleihen vom Gesetz her quasi schon herabgestuft. So hat S&P nur darauf reagiert. Und auch die Anleger und Investoren sollen im Falle einer Bankenrettung, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber die sollen dann einfach mehr beteiligt werden. Welche Folgen hatte diese jüngste Herabstufung für die Anleihen der Deutschen Bank? Noch sind diese erstrangigen Anleihen alle im Investment-Grade-Bereich, was sehr positiv ist. Denn viele Versicherer haben diese Anleihen in ihren Portfolien und die dürfen auch nur in Investment-Grade-Anleihen investieren. Gesetzt den Fall ist, sie werden nochmal herabgestuft auf Ramsch-Niveau, würde das bedeuten, dass die Versicherungen einfach diese Anleihen dann verkaufen müssten. Nun besteht die Chance, dass eventuell schon reagiert wird und der Entwicklung vorhergegriffen wird und die Anleihen verkauft werden. Das sehen wir momentan allerdings noch nicht. An der Börse Stuttgart haben wir seit dieser Meldung, seit der Herabstufung, Käufe gesehen, Verkäufe gesehen, aber keine Verunsicherung, keine Panik, also kein einheitliches Bild. Und die Deutsche Bank ist nach wie vor im Interesse der Anleger. Schauen wir ein wenig auf die internationalen Märkte. Eine Herabstufung gab es jüngst auch für Südafrika. Wie wird diese Herabstufung begründet? S&P hat auch Südafrika herabgestuft und hat als Begründung genannt die Entlassungen einiger Minister in Südafrika. Explizit wurde die Entlassung des Finanzministers genannt, einfach weil S&P sieht oder die Wahrscheinlichkeit erhöht sieht, dass nun die Wirtschaftspolitik und die Fiskalpolitik darunter leiden werden. Seit der Meldung haben wir auch sehr viele Verkäufe gesehen, haben einen Kurseinbruch gehabt und auch die Währung wurde stark abgewertet. Im Fokus einiger Anleger ist auch Venezuela, diesmal jedoch vor allem aus politischen Gründen. Was läuft da derzeit ab in Venezuela und welche Folgen hat das insbesondere eben für die Rentenmärkte? Ende letzter Woche hat das oberste Gericht in Venezuela das Parlament entmachtet. Dadurch wurde die Stellung des Präsidenten noch weiter gestärkt und auch die Gewaltenteilung wurde quasi aufgehoben. Nach vielen Protesten und weltweiter Kritik wurde am Wochenende das Urteil wieder aufgehoben, also ein Hin und Her. An den Rentenmärkten haben wir deutliche, massive Kurseinbrüche gesehen Ende letzter Woche. Sehr, sehr viele Verkäufe. Allerdings war das nur vorübergehend. Sie haben sich relativ schnell wieder stabilisiert. Aber auch diese Woche ist definitiv noch eine Verunsicherung zu spüren. Eine Angst da bei den Anlegern, wie es weitergeht und was noch kommen wird. Der Blick in den Rentenhandel an der Börse Stuttgart, wie immer mit Bianca Becker. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.